Bei mir sitzt jetzt der Clon Gacko. Er ist Clon und unter anderem Aktuar von der Gewerkschaft der unpolitischen Clon Schweiz, kurz UX. Herr Gacko, wir haben es gesehen, in der Ukraine ist ein Komiker Präsident geworden, auch in Island, in Italien. Überall sind Komiker an der Macht. Sie haben da gar keine Freude daran. Wieso? Das ist einfach nicht mehr lustig. Das ist einfach nicht mehr lustig. Ich sage immer, you can take the clown out of the circus, but you cannot take the circus out of the clown. Die anderen haben ja angefangen, also die Politiker haben ja angefangen. Die haben angefangen, uns da Jobs wegzunehmen, sind alle Komiker gegangen. Und ich rede jetzt auch gar nicht von diesen im falschen Körper geborenen Komikern, oder der Trump oder der Kurz in Österreich oder so. Ich meine wirklich einfach die komplett unqualifizierten Quereinsteiger ohne fundierte Ausbildung. Da der Schneider Ramann oder der Leuenberger oder der Merz. Also ich meine, Entschuldigung, einfach da die Schnuderbusle, die einfach von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung haben. Darf ich fragen, was Sie für eine Ausbildung haben? Ich habe Witz studiert. An der Pariser Sorbonne. Witz an der Sorbonne? Aber sicher. Ich habe einen Doktortitel in komparativer Witzologie. Sicher. Der Titel meiner Dissertation ist «Die Rolle des Furzwitzes in der Entlebucher Fasnacht 1662». Aber ich habe früh angefangen, muss ich sagen, mit 6 bin ich schon in der Elite-Förderklasse vom Kinderzirkus Pipistrello. Das war ein Rechtsbootcamp. Mhm. Dann mit 10, zack, ist schon Glage-Internat auf Spiel zu. Und dann später ist Tessin eben Dimitri Schule. Dimitri Schule im Tessin wahrhaftig? Ja, das ist quasi also so eine Elite-Schule, also so die HSG für Glön. Einfach mit richtigen Anzügen. So. Aber eben, ich meine, sagen wir, da studierst du irgendwie jahrelang, baust deine Karriere auf und dann kommt da irgend so ein zittriger Huren Appenzeller Halbschuh wie der Huren Hans-Rudi Merz und stottert einmal Bündnerfleisch irgendwo in eine Kamera rein. Und der ganze hure Schweizer Zweifelchips-Pöbel hockt vor dem Fernseher und lacht sich kaputt. Bündnerfleisch, das ist doch nicht lustig! Gut, das klingt sehr tragisch. Jetzt mal ganz ehrlich, Herr Gacko, hat Ihnen ein Politiker wirklich schon mal einen Job weggenommen? Einmal! Immer wieder! Gerade letzte Woche! Letzte Woche hatte ich gerade ein Engagement gehabt, hätte ich gehabt, bei meinem Kindergeburtstag im integrativen Linkshänderwahlkindergarten zu Opfelden. Weißt du, ich schon so meine Ballönchen eingepackt, Nase poliert, schön Zaubertrickli trainiert. Und dann, was haben die Veranstalter entschieden? Kurz bevor es losging, läutet es mal an, haben sie einen anderen genommen. Wer haben sie genommen? Ein Politiker. Natürlich, wer? Der Claudio Schmid. Hä? Der Claudio Schmid, der einen Vortrag hält bei diesen Kindern über die Auswirkungen der EU-Waffenrichtlinie auf die Libido vom einheimischen Schweizer Laubfrosch. Gott verdeckel, die Kinder haben sich einfach auf dem Boden gekugelt vor Lachen. Da kann ich doch einpacken mit meinem Hämmerli. Und hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt? Nein. Auf dich? Habe ich meinen Job verloren als Spitalklon? Jesus Gott, als Spitalklon? An wer denn? An Mario Fehr. Oh. Ich muss sagen, ich kann es verstehen. Weißt? Wenn der mit seinem niedergeschlagenen Gang durch die Intensivstation gewackelt, geht es den Kindern sofort viel besser. Die haben natürlich sofort das Gefühl, okay, gut, ich bin da zwar im Spital, aber wenn ich das hier sehe mit seinem Letsch, dann geht es mir gerade wieder besser. Verstehe ich? Mhm. Jetzt noch mal ernsthaft. Wäre denn nicht Politik vielleicht ein Job für Sie, Herr Gacko? Nein. Nein. Nein, nein, ein für alle Mal. Ich will nicht in die Politik und ich habe auch keine politische Botschaft. Alle meinen immer, wenn ich irgendwo ein kleines Witzli mache, sagen da irgendwelche schlaue Chiffren für so versteckte politische Botschaften oder so. Nein, ich meine jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich irgendwo draussen extra auf einer Bananenschale ausrutsche und auf die Schnorre gehe, dann kommt sofort wahrscheinlich irgendeiner vom SRF Kulturplatz und sagt, oh, schön, wie Sie ausgerutscht sind da auf dieser Bananenschale. Jetzt lassen Sie mich mal raten, Bananenschale symbolisiert jetzt sicher quasi den menschengemachten Klimawandel, wo wir die Menschheit drauf ausrutschen, während die Rotnasse von ihnen die Hoffnung vom real existierenden Sozialismus in den Zeiten von wild wuchernden Profitdenken symbolisiert. Richtig? Ich sag nein! Gott verdecke, meine Nase ist eine Nase und die symbolisiert eine Nase und eine Bananenschale ist eine Bananenschale und die symbolisiert eine Bananenschale. Ich bin ein Clown! Herr Gacko, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke. Es war nicht extra.
aus hips Internet vor da draussen? Habt ihr Bock auf Hundewelpen, auf ein Tierwelt-Abo, auf so ein Stassli, auf gute Laune, Spass und Action rund um die Uhr? Dann abonniert unseren YouTube-Kanal. Es lohnt sich nicht, aber mir bringt es etwas. Gut, besser kann ich schwimmen. Besser kann ich schwimmen. Besser kann ich schwimmen. Was, also ich kann es nicht besser. Das ist das Maximum. Ich weiß. Okay, gut. Schön. Also gut, dann lassen wir das los.